Servus Leute, ich habe heute das Schwergewicht im Harzdruck, das gerade erst rausgekommen ist, nämlich den Formlabs 4 im Haus. Oder besser gesagt 4B. Und den testen wir heute. Ob der wirklich so eine Revolution ist oder nur eine leichte Verbesserung zum Form 3B, das werden wir heute gemeinsam rausfinden. Formlabs hat mir den Form 4 zukommen lassen. Dank geht hier auch raus an Go3Dent, im Speziellen an Max, der das Ganze organisiert hat. Alles, was ich hier an Wissen für euch zusammentragen konnte, gibt's jetzt zusammengefasst in diesem Video. Also bleibt dran. Formlabs hat sich vom herkömmlichen Laser verabschiedet. Stattdessen kommt ein Panel mit 80 Dioden zum Einsatz, das die gesamte Baufläche beleuchtet. Ein 4K-Bildschirm schaltet dabei gezielt Pixel ab, um das Licht nur dort durchzulassen, wo Material ausgehärtet werden soll. Diese Technologie bringt den entscheidenden Vorteil, die Druckzeit hängt also nicht mehr von der Anzahl der Bauteile ab, sondern von der Höhe dieser. Ganz im Gegensatz zum Laser, der früher im Einsatz war und der jede Schicht einzeln abfahren musste. Ein weiteres Highlight, das hier zu nennen ist, ist auf jeden Fall die schnelle Durchmischung der Harzwanne bei jedem Layer. Das geschieht aus Qualitätsgründen und sorgt dafür, dass der Drucker genau weiß, wann sich das gedruckte Objekt in der Wanne gelöst hat, da er die Kraft im Druckbett messen kann tatsächlich. Also da ist ein Sensor verbaut. Durch die effiziente Mischung und schnelle Aushärtung jeder Schicht erreicht der Form 4 beeindruckende Druckzeiten, die weit über dem Durchschnitt liegen. Wir haben das getestet. 6-mal schneller ist das Gerät im Vergleich zum Vorgänger. Wir hatten gedacht, das wäre vielleicht so ein Marketing-Gag oder irgendwie in die Broschüre reingeschrieben, aber wir haben das tatsächlich in unseren Tests auch herausfinden können. Der ist verdammt schnell. Aber wie sieht's denn eigentlich mit der Qualität der Drucke aus? Statt euch mit technischen Details zu langweilen, zeige ich euch Nahaufnahmen gedruckter Teile, die wir gemacht haben. Es sind zwar nur Modelle bisher gewesen, aber die sind aussagekräftig genug meiner Meinung nach. Selbst die kleinsten Bereiche, wie hier die Mini-Bohrungen oder feine Einkerbungen, sind super präzise abgebildet. Und das ist schon echt beeindruckend. Es ist aber auch nicht alles eitel Sonnenschein. Es gibt ein paar Herausforderungen. Und zwar, ein Laser hat es hier zum Beispiel einfacher, Radien sauber abzubilden, da er punktuell an diese Kanten rankommt. Pixel haben hier grundsätzlich mehr Schwierigkeiten. Doch Formlabs hat versichert, dass durch den 4K-Bildschirm und die neue Upblend-Technologie Abstände im Bereich von wenigen Mikrometern liegen. Und das ist wirklich vernachlässigbar. Da das Display fixiert ist und sich nicht mehr bewegen muss, entstehen außerdem keine Positionsungenauigkeiten mehr. Das erhöht vor allen Dingen auch die Prozesssicherheit dann in dem Fall. Das wollte ich natürlich nicht einfach so stehen lassen, weil es halt in der Marketingbroschüre so drin steht. Aber um das zu überprüfen, habe ich natürlich nur bescheidene Mittel an der Hand. Ich habe eine Bügelschraube genommen und das Ganze mal vermessen. Wir sind hier bei ungefähr einer Abweichung von 0,03 mm bis 0,02 mm gelandet. Und das ist schon echt präzise. Also da können wir mit unseren Gerätschaften sonst auch keine höheren Präzisionslevel erzeugen. Was ich super cool finde, ist, dass der Form 4B direkt vom Werk aus mit einer Kamera ausgestattet ist. Ist einfach zur Überprüfung von zu Hause aus oder von seinem Arbeitsplatz, der vielleicht ja in der Zukunft auch digitaler wird, die Möglichkeit zu gucken, ist der Druck schon abgeschlossen, sind vielleicht Fehler im Druck. In der Zukunft vielleicht sogar eine KI-gestützte Fehlererkennung, ob der Druck tatsächlich funktioniert hat oder nicht. Wer weiß, vielleicht kommt sowas noch per Update hinzu. Auch die Kartuschen, in denen das Harz geliefert wird, wurden überarbeitet, sodass das Harz jetzt viel schneller in den Drucker laufen kann. Damit wurde nicht nur die Harzdruckzeit selbst verbessert, sondern auch die Vorbereitung beschleunigt. Ihr kennt das bestimmt, die endlos langen Wartezeiten auf die Tropfen aus den alten Form 3 Kartuschen oder der Sturzbach, der sich ergossen hat. Bei der ersten Befüllung eines Tanks ist dadurch natürlich auch viel Zeit zu sparen. Weitere kleine, aber nützliche Verbesserungen sind zum Beispiel der neue Werkzeughalter hier oben oder die veränderte Optik vom Gerät selber. Ich finde, der sieht super sleek aus. Also wenn man das Ganze hier auch in den Bewegungen betrachtet, es ist einfach alles smooth. Es ist aus Aluleisten gearbeitet. Wir haben nicht mehr diese Kunststoffübergänge. Es ist einfach ein viel hochwertigeres Gefühl. Die Haptik ist einfach viel besser geworden. Formlabs hat meiner Meinung nach hier wirklich ein kleines Wunder vollbracht. Der sowieso schon gute Form 3B wurde durch den Form 4B in allen Bereichen, die vorher zu bemängeln gewesen wären, verbessert. Die Druckzeit um das 6-fache verkürzt fast. Die Oberflächen sind gewohnt sauber. Die Preform-Software ist intuitiv und schnell erlernbar. Ich finde, das Gesamtpaket liefert hier einfach ab.
Wer einen Drucker für Modelle, Bohrschablonen und alle sonst denkbaren dentalen Anwendungen sucht, ist hier bestens aufgehoben. Die Materialpalette dafür ist auf jeden Fall verfügbar. Da das System jedoch geschlossen ist, zumindest wenn es um die verdruckbaren Materialien geht, gibt es in dem Bereich mit Sicherheit deutlich günstigere Lösungen von anderen Anbietern. Hier können wir auf jeden Fall keine Fremdharze verarbeiten. Die Experience aber, out of the box, sucht seinesgleichen. Also hier ist Formlabs einfach einzigartig. Keiner kann denen da wirklich das Wasser reichen. Seit Erscheinen würde ich allerdings vom Kauf von einem 3B abraten. Also kauft lieber den 4B. Das ist einfach ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Wo wir gerade beim Preis waren. Der Form 4B kostet in der Variante, wie er hier steht, nämlich als Drucker mit den Zubehörteilen ungefähr 6.500 Euro. Ich finde, das ist ein stolzer Preis mittlerweile, aber angesichts der Leistung und der Features ist es einfach gerechtfertigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Fragen habt, lasst uns die natürlich gerne in den Kommentaren da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.